Tunnel. Genau, da ist schon das Schild. Und da müssen wir jetzt gleich drauf fahren. Da ist dann so ein Güterzug. Und da müssen wir uns dann einen Platz aussuchen, wo wir dann unseren LKW draufstellen können. Und dann fahren wir ein bisschen Zug. Im TGW oder sowas geht es dann rüber. Aber hier fährt ja allgemein immer, wenn ein Zug hier fährt im Spiel, ist ja in der Regel immer der TGW irgendwie. Also zumindest der Zug, der hier im Spiel immer lang fährt, der sieht sehr nach einem TGW aus. Weil der eben so blau-weiß ist. Das sieht schon ziemlich nach, oder blau-grau. Und das sieht ja ziemlich nach TGW aus. Ja, hier geht's ab und dann darüber auf dem Eurotunnel-Port. Hier steht da schon was. Ja, hier steht es auf Französisch. Das kann ich nicht. Ich kann kein Wort Französisch. Na, kein Wort auch wieder nicht, aber ich verstehe die Sprache nicht. So ein paar Wörter kriege ich auch noch hin, aber ich verstehe halt die Sprache nicht. So. Tunnel sous la Marche, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Ja, oh oh. Ja, hier geht's dann runter. Hier können wir nicht runter. Können wir hier runter? Nee, hier ist zu. Hier können wir runter. Gut, dann müssen wir jetzt. Müssen die LKWs, die Autos da rein? In den rechten? Das für Autos und das hier für LKWs. Da haben wir einen Platz. Hier ist unserer. Scheiße. So, dann fahren wir jetzt hier von Calais nach Folkestone. Folkestone. Ja, auf geht's. Hinüber. Dort sehen wir den TGW mit einem Scania. Und dann müssen wir jetzt hier raus. Und wir haben noch eine Stunde Zeit. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier noch schlafen. 432 Kilometer. So viel Zeit haben wir noch. Kilometer müssen noch fahren. Und dann jetzt erstmal raus und dann suchen wir uns schon noch einen geeigneten Schlafplatz. Ja, und jetzt ganz wichtig natürlich, links fahren, da wir jetzt hier in England sind. Dann schauen wir mal kurz auf der Karte, wo wir eine Möglichkeit haben, dann zu schlafen. Hier ist eine Tankstelle, also wahrscheinlich dann hier. Oder so, oder das da, ne, das ist eine Abfahrt, oder? Hauptsächlich ist es ein Rastplatz und nicht für so eine Tankstelle. Das wäre dann schon mal wichtig. Ja, Praktika gibt es ja nicht mehr. Wie ich da vorne sehe. Praktika, 20% auf alles, außer Tiernahrung. Ja, das hat. Ja, dadurch sind die ja pleite gegangen. Können wir nicht ständig 20% auf alles machen. Kein Wunder, dass die pleite gegangen sind. Genau, da steht der Channel Tunnel.
Ja, wir fahren Richtung auf die A259 nach Southampton. Das ist ja der legendäre Ort, wo die Titanic gestartet ist. Wird's denn auch mal was? Wenn nicht wahr sein. Da kommt ein Renault. Der Renault hat nichts zu melden. War das überhaupt ein Renault? Nee. Ich bin mir hier mal unsicher, ob das 50 Kilometer heißt oder 50 dieses MP. Schieß mich tot. Ich weiß nicht. Diese andere Kilometereinheit, weil hier steht zum Beispiel 20 Yards. Mit Yards kann ich nichts anfangen. Hier möchte ich nicht halten. Ich hoffe, da kommt noch was. Das ist nur eine Ausfahrt, Scheiße. Hätten wir da doch halten müssen. Ja, dann wird das jetzt eine Überziehung mehr und wir kassieren gegebenenfalls dann eine Strafe. Ja, das ist eine schöne Autobahn hier, das will ich euch mal sagen, ne? Hier, A259, ne? Das ist eine richtig geniale Autobahn hier. Oh. Was macht denn der? Ist der verrückt? Wir sind auch verrückt und wir wollen ihn auch. Passt auch hier schön angepasst, ist gar nicht in Blau. Hier der Landwirtschaftssimulator mal wieder am machen. Das, wie gesagt, nicht für mich Landwirtschaftssimulator, nee. Habe ich mal eine Demo angespielt, aber das ist nichts für mich. Ah, hier kommt aber Autobahn. Ach, und jetzt die A27 auf einmal. Gut. Oh. Nee, nee, das gefällt mir nicht. Da habe ich mich jetzt bloß zurückfallen lassen, weil das war mir jetzt wieder zu heikel. Weil der hat mir eh wieder keinen Platz gemacht, weil schaut mal, wo der wieder fährt. Der fährt schon wieder komplett auf der linken Spur. Das ist zum Kotzen, ist das extrem. Einkommen vom Markt 6.049. Ist aber ganz schön wenig. Mark ist im Level aufgestiegen. Müssen wir dann gleich mal schauen, wenn wir geschlafen haben. Ich weiß gar nicht mehr, was der gemacht hat. Scheiße, wir haben jetzt 0%. 0%. Wir kriegen gleich eine Strafe. Wir brauchen einen Rastplatz. Und zwar ziemlich schnell, wenn es geht. Ja, und da ist erst die nächste Möglichkeit.
10 Uhr haben wir mittlerweile hier im Spiel. Der neue Tag ist angebrochen. Es wird ganz schön lang. Ich hoffe, das wird hier nicht ein Fünfer-Part. Das wäre es ja auch noch am Ende. Ich denke mal, die nächste Aufnahme wird dann mit der neuen Map dann sein. Das Gute ist, jetzt kann ich ja ziemlich entspannt das Ganze jetzt auch wieder angehen, weil jetzt ist Wurst wie Käse, wenn ich aufnehme. So, und damit haben wir 1500 Euro gerade den Abzug bekommen. Weil wir natürlich jetzt keinen Rastplatz gefunden haben. Ich weiß nicht, dieser neue Volvo, der sieht irgendwie potässlich aus. Ich weiß auch nicht warum. Ja, es, fahrt raus, fahrt immer raus. Oh, ja. Ich bin auch langsam mal so überlegen auf mein Tablet irgendwie so. Gibt es da auch, sehe ich sehr häufig mittlerweile, dass sich die Leute auf dem Tablet so auch so einen Emulator draufziehen, wie hier, wie man ja auf dem PC auch kann, hier irgendwie so ein Gameboy-Emulator oder sowas. Und dann wird Pokémon gespielt. Bin ich mittlerweile auch schon am überlegen. So, M27. Warum ist das auf einmal die M27 und nicht mehr die A27? Ja, also aus einem A wurde ein M. Volvo. Das sieht irgendwie so richtig pottenhässlich aus von vorne. Schon wieder. Nochmal Abzug. Boah, Leute. Jetzt haben wir schon 3000 Abzug bekommen und da ist jetzt der Rastplatz. Das ist auch, glaube ich, jetzt erhöht worden. Diese Dinger. So, jetzt haben wir 3000 Euro schon Abzug bekommen für Schlaferei. Jetzt können wir allerdings mal halten. Hier sind die Plätze. Na, nehmen jetzt den hier. Und gute Nacht. Ja, und guten Abend zurück. Und jetzt schauen wir mal kurz, was der Marc gemacht hatte. Der ist angekommen. Also Sparwahl. Ja, genau, das kann er erstmal voll machen, genau. Und jetzt hat er von Paris für LKW weiter einen Kraftstofftank geschnappt und den bringt er nach München zur Firma Lukoil. Das ist natürlich auch wieder eine Riesenlogik, den Kraftstofftank von LKW weiter zu Lukoil, was natürlich andersrum eher einen Sinn ergeben würde. Aber wie gesagt, LKW weiter ist ja so wieder wie DAX und Faircamp, diese Allround-Firmen, wie ich sie immer gerne nenne, die haben ja von allen etwas. Und die haben auch eben mal ADR-Gut. Zwar höchstens ADR Stufe 3, also das wäre, glaube ich, der Kraftstofftank. Ja, immerhin, ne? So, jetzt haben wir auf jeden Fall geschlafen. Ich hoffe, wir kriegen. Wann soll denn die Ware überhaupt da sein? Achso, erst am Donnerstag, okay. Und wir kommen. Ja, wir kommen am Donnerstag an, um 0 Uhr. Sehr gut, da kommen sogar fast 12 Stunden früher an, als wir sollen. Also vorausgesetzt, wir kommen, oh scheiße, kommen um 23.31 Uhr an. Obwohl, das wird nicht der Fall sein. Ich denke mal, ich soll noch 15 Minuten gut machen. Das ist eher weniger. Aber fast 12 Stunden halt. Wir müssen nach, nee, Southampton nicht, London nicht. Nee, wo müssen wir denn überhaupt hin? Wie heißt denn der Ort? Swansea? Ja, Swansea. Gut, da müssen wir hin. Aber ich sehe gar keine Schilder danach.
Cardiff? Nee. Plymouth? London? Nee, die Hauptstadt will ich nicht. Will ich nicht vor. M27. Hä? Was ist denn da hin? Ich sehe gar nichts. Southampton, Plymouth, Cardiff. Hier ab! Hä? Stehe ich nicht. Boah. Da müssen wir jetzt erstmal eine kleine Landstraßentour wieder meistern. Ah. Das freut mich natürlich mal wieder. Southampton raus. Und jetzt willkommen auf der kleinen Landstraßentour. Das freut mich natürlich wieder. Es freut mich so richtig. Ich krieg's Kratzen hier. Boah, das darf einfach nicht wahr sein. Jetzt hat sich die KI schon wieder verbuggt. Ich brech so dermaßen ins Essen. So, und hier geht's jetzt weiter. Auf der wunderbarsten Landstraße aller Zeiten. Können wir wenigstens überholen? Nee. Achso, hier ist jetzt die Kreuzung Southampton. Es ist natürlich auch taktisch unklug, an der Kreuzung zu überholen. Mal, wir versuchen es mal. Gib Gas. So, und schon haben wir den Mercedes-Benz.